Frau Dr. Verlinden. Herr Präsident, sehr geehrte Frau Kollegin, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen, setzt die Bundesregierung den Klimaschutzplan 2050 um. Die Bundesregierung erarbeitet ein Maßnahmenprogramm, das die Einhaltung des Klimaziels 2030 sicherstellen soll. Das Sektorenziel 2030 für die Energiewirtschaft in Höhe von 175 bis 183 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente ist mit dem Ziel, den Anteil der erneuerbaren Energien im Stromsektor auf etwa 65% am Bruttostromverbrauch zu erhöhen, kompatibel. Im Entwurf des Gesetzes zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes ist die Anhebung des Ausbaukorridors für erneuerbare Energien im Stromsektor nicht enthalten. Die Koalitionsfraktionen sind übereingekommen, die Umsetzung des 65-Prozent-Ziels in einer Arbeitsgruppe zu beraten. Diese Arbeitsgruppe wird unter anderem über die weiteren Ausbaupfade bis 2030 entscheiden. Um das im Koalitionsvertrag angestrebte Ziel von etwa 65% Anteil der erneuerbaren Energien im Stromsektor zu erreichen. Die Arbeitsgruppe will Ergebnisse bis Ende März nächsten Jahres vorlegen und diese sollen dann bis Herbst 2019 umgesetzt werden. Erste Nachfrage, bitteschön. Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann hat also die Bundesregierung eine wissenschaftliche Untersuchung angestellt oder ein Gesamtkonzept erarbeiten lassen, aus dem nach Ihren Worten also hervorgeht, dass das 65-Prozent-Ziel ausreichend sein soll oder Sie haben es genannt, kompatibel mit den Pariser Klimaschutzzielen. Können Sie mir genauer sagen, welches Gutachten das ist, wie das heißt, wo ich das nachlesen kann? Das interessiert mich sehr. Und wenn Sie dieses Gutachten so genau studiert haben, dann können Sie mir bestimmt sagen, von welcher Terawattstundenzahl Stromverbrauch diese Gutachter ausgehen für das Jahr 2030. Denn davon hängt natürlich sehr viel ab, weil 65% von was denn ist ja nicht irrelevant bei dieser Frage, wie wir hier in diesem Parlament schon mehrfach diskutiert haben. Also wie heißt das Gutachten? Wo kann man sich das durchlesen? Und von welcher Terawattstundenzahl geht dieses Gutachten für das Jahr 2030 aus? Herr Staatssekretär. Herr Präsident, Frau Kollegin, bei dem 65-Prozent-Ziel handelt es sich ja um ein politisches Ziel, eine politische Maßgabe, die wir uns im Koalitionsvertrag vorgenommen haben, die wir erreichen wollen. Dazu haben wir uns jetzt auch ganz aktuell innerhalb der Koalitionsfraktion eben darauf verständigt, diese Arbeitsgruppe zu bilden, die sich genau damit beschäftigen soll und bis Ende nächsten Jahres Ergebnisse vorlegen soll. Und auf Basis der Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe, auf Basis auch der Ergebnisse der Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung, die bis Anfang kommenden Jahres uns ja vorliegen sollen, und unter Berücksichtigung der Fortschritte beim Stromnetzausbau und der Möglichkeiten der Bestandsnetzoptimierung entscheidet dann die Koalition im nächsten Jahr über ganz konkrete Akzeptanzmaßnahmen im Bereich Wind an Land und auch über die weiteren Ausbaupfade bis 2030. Eine zweite Nachfrage. In der Tat. Ich frage mich, ob Sie mich hier für dumm verkaufen wollen, ganz ehrlich. Ich frage mich, ob Sie mich hier für dumm verkaufen wollen. Denn Sie haben eben noch gesagt, wir wissen, das 65-Prozent-Ziel Anteil Erneuerbaren am Stromsektor bis 2030 ist kompatibel, ist ausreichend, um die Pariser Klimaschutzziele zu erreichen. Dann frage ich Sie, wer hat dann das ausgerechnet? Mit welchen Summen haben Sie denn da operiert? Wer hat dieses Gutachten erstellt? Und jetzt sagen Sie mir, na ja, das ist ein politisches Ziel und wir wollen das erreichen und deswegen wird es schon reichen. Also ich finde es unfassbar, dass Sie ein völkerrechtsverbindliches Abkommen unterzeichnet haben. Das haben wir hier einstimmig im Bundestag beschlossen. Und Sie wollen mir jetzt hier ernsthaft sagen, dass die Bundesregierung kein Gutachten erstellt hat, keine wissenschaftliche Expertise unternommen hat, um herauszufinden, was genau das bedeutet für den Anteil der erneuerbaren Energien im Jahr 2030, um diese Ziele zu erfüllen. Das ist ein Armutszeugnis, das ist eine Bankrotterklärung in der Energie- und Klimapolitik dieser Bundesregierung. Herr Staatssekretär, was sagen Sie dazu?
Herr Präsident, Frau Kollegin, also Ihre Frage muss ich natürlich in aller Schärfe mit Nein beantworten. Ich beabsichtige nicht, Sie für dumm zu verkaufen. Sie wissen ja selbst, dass wir eine Reihe von Gutachten in Auftrag gegeben hatten, die nicht nur der Regierung, sondern auch im Parlament in den letzten Jahren diskutiert wurden. Gerne kann ich die noch mal nachreichen. Ich habe die jetzt nicht parat, aber es ist am Ende alles richtig, was ich Ihnen ausgeführt habe. Gut, dann kommen wir zum Geschäftsbereich Justiz-Verbraucherschutz.